Herzlich willkommen bei Tink. Heute zeigen wir dir, wie du problemlos deine MyFox-Kamera bei dir zu Hause installieren kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist schon in deinem Paket enthalten. Schauen wir also einmal in dein Päckchen. Hier haben wir eine Gebrauchsanleitung, ein Netzteil, das Stromkabel und natürlich deine Kamera selbst. Und das war's auch schon. In diesen kurzen Schritten hast du dein Smart Home-Produkt installiert. Als erstes drehst du den Stecker auf das Netzteil, bis es klickt. Danach verbindest du das USB-Kabel mit dem Netzteil. Nun steckst du noch den Micro-USB-Stecker an die Rückseite der Kamera und du bist fertig. Ist das passiert, kommen wir nun zu deiner App. Geh in deinen App oder Google Play Store und lade dir die MyFox App herunter. Registriere dich in der App und erstelle dir dein ganz persönliches Konto bei MyFox. Benenne die Kamera und gebe dann die Adresse des Standortes ein. Schließe jetzt deine Kamera an das Stromnetz an. Nach wenigen Sekunden sollte der Shutter sich von alleine öffnen und ein blaues Licht leuchtet auf. Damit die Kamera mit der App kommunizieren kann, musst du nun dein Netzwerk und das dazugehörige Passwort angeben. Wenn das geschehen ist, hältst du nun den angezeigten Code ca. 10 cm vor die Linse der Kamera. Jetzt solltest du ein Beep hören und du bist fertig. Tink doch mal nach! Du hast mit dem Livestream über die MyFox App deine Liebsten rund um die Uhr im Blick. Sie bringen dich nicht nur zum Lachen, sondern die MyFox Cam bietet mit der Push-Benachrichtigung als Option eine neue Sicherheit im eigenen Zuhause. So wirst du von überall aus benachrichtigt, falls etwas in den eigenen vier Wänden passiert. Tink wünscht dir jedenfalls viel Spaß mit deinem neuen Smart Home Produkt von MyFox und sagt: Bis zum nächsten Mal!